leider keine hin. Aber schön, dass ihr da seid. Genau. Vielleicht werden wir ja noch ein paar mehr auch. Vielleicht warten wir noch ganz kurz. Oder sollen wir einfach starten? Meint ihr? Also, ich denke auch, wir bestrafen nicht die Pünktlichen. Genau. Ja. Kurze Frage, es wird bei mir kein Chat angezeigt. Ich habe auch tatsächlich keinen Chat. Ah, Moment. Ach so, aber warte mal. Also ich habe einen Chat, aber sehe keine Videos. Bei mir steht, Videofreigabe wurde vom Administrator deaktiviert. Was? Jeder hat Antragstellung. Wer kann was eigenes? Besprechungschat zulassen, aktiviert. Es ist alles eingeschaltet hier auf Teams-Seite also zumindest. Chat. Ja, ich sehe auch Chat und Video. Okay. Beides. Kann eher sein, dass das vielleicht, keine Ahnung, mit welchem Laptop ihr teilnimmt, aber dass es auf Unternehmensseite vielleicht auch geblockt unterdrückt ist. Wird, ne? Ja. Ja, also genau. Bei mir könnte das sein. Ich komme gleich nochmal. Bis gleich. Kein Problem, okay. Vielleicht einfach nochmal neu resetten. Genau. Genau. Dann hätte ich gesagt, warten wir den einen noch ab und ich teile mal in der Zeit das Pad, oder Anja? Ja, perfekt, super, danke. So. Könnt ihr das lesen oder soll ich es ein bisschen größer machen? Können wir sehr gut lesen. Geht. Ja, passt prima. Genau. Geht es schlecht, dann mache ich es noch ein bisschen größer. So ist prima, danke. Ihr könnt auch oben bei den, da oben, wo man hier die Mannequins ausklappen kann, wer will, kann sich hier quasi eigene Farbe aussuchen und den Namen, dann kann man erkennen, wer was geschrieben hat. Müsste aber nicht, kann man auch streng anonym machen. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu unserer Session. Wir würden gerne mit einem kleinen Icebreaker starten, beziehungsweise mit einer kleinen Interaktion. Und zwar, als wir uns auf die Session vorbereitet haben, da haben wir selbst irgendwie, wir drei, Marcel, Simon und ich, festgestellt, was verstehen wir eigentlich unter Learning Circles und dass wir da schon ein bisschen in die Diskussion gekommen sind. Und dann dachten wir, okay, vielleicht ist das perfekt, um einzusteigen in die Session mit euch zusammen. Weil vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Verständnisse. Und deswegen haben wir hier das in dem Pad einmal vorbereitet. Und ja, ihr könnt gerne, wenn ihr schon im Pad drin seid, einfach mal reinschreiben, was ihr unter Learning Circles versteht. Und ansonsten gerne auch per Wortmeldung teilen, wenn ihr nicht in das Pad kommt. Genau, du sagst uns dann, ob es richtig ist. Na, wir schauen mal, was sich so an Wissensmeldungen ergibt. Und dann, wir haben ja auch eine Vorstellung gehabt, was das sein kann. Wir haben gestern auch und auch in den Tagen davor, als wir uns auf die Session vorbereitet haben, haben wir schon gemerkt, okay, da gibt es durchaus diffizile oder differenzierte Meinungen darüber. Insofern cool, was da schon an neuen Sachen im Pad entsteht gerade. Ihr könnt es ja sehen, auch die, die jetzt vielleicht den Pad-Link nicht haben oder den Chat nicht. Vielleicht können wir den Link nochmal reinposten. Der Nina fehlt der Link. Ja, Moment. Vielen Dank, Simon. Und falls jemand auf das Pad aus irgendeinem Grund nicht drauf geht, kommt, könnt ihr gerne auch eure Definition im Chat posten und dann übertrage ich die rüber. Genau, können wir es auch rüberkopieren. Das kann ich auch mitmachen. Danke euch. Da ist der Link nochmal. Klasse. Ja, dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Du hast auch Zugriff auf den Chat, Marcel, oder? Ja, genau. Ah, okay. Bei mir ist er tatsächlich immer noch nicht da. Sehr gut. Ja, ist komisch. Manchmal bei externen Meetings lässt er einfach den Chat weg, ne? Ganz, ganz komisch bei Teams. Aber egal. Es funktioniert ja im Großen und Ganzen und wir halten dich auf dem Laufenden, Anja. Wir moderieren das mit. Sehr gut. Vielen Dank. Na klar, gerne. Ja, klasse. Also da entsteht schon einiges. Man sieht es auch gerade durch den geteilten Bildschirm von Simon. Vielleicht greifen wir mal ein paar der Wortmeldungen auf. Also was steht hier zum Beispiel? Kreis des Lernens sowie Kreis des Lebens. Ei, das ist ja hochphilosophisch. Möchte jemand was dazu sagen? Also gerne. Wer was ergänzen möchte, auch auf der Audiospur, sehr gerne einhaken und unmuten. Genau, dann haben wir Community of Practice in Reihenform. Klingt auch super. Beziehungsweise Kleinform, ja. Ist vielleicht so ein bisschen der Small Community of Practice Format, ne? Also im kleinen Stil von 4 bis 6 Personen ja meistens. Eine Gruppe von Menschen, die über einen Zeitraum durch einen gemeinsamen Lernprozess geht, genau.
kommt auch so diese Metapher der Lernreise, ne, über 12 bis 13 Wochen. Es wird auch gerne gesagt, es ist ein Sprint, in Anlehnung so ein bisschen an Scrum und agile Methode, ne, obwohl es nicht immer ein Sprint sein muss, aber es wird ganz gerne auch als Lernsprint bezeichnet. Menschen, die sich zum Lernen treffen, in bestimmten Zeitintervallen und für eine begrenzte Zeit, ja, kann auch darüber hinausgehen. Manchmal trifft sich so ein Circle und da entsteht eine richtig coole, ja, Freundschaft, Verbindung, Community daraus, die dann auch weiter dran arbeitet. Was auch schön den nächsten Aspekt aufgreift, eine kleine Gruppe von Menschen, die motiviert sind, gemeinsam zu lernen, gemeinsames, regelmäßiges Lernen. Genau, oder auch Leute, die sich zusammenschließen, sehr geprägt von Woll und LernOS. Ja, das war auch ein Gegenstand unserer Diskussion. Wie stark ist denn ein Learning Circle auch ein Woll Circle oder wie stark ist Learning Circle an die LernOS-Bewegung geknüpft oder geht das auch unabhängig? Oder das waren auch so Aspekte, die wir mit aufgegriffen hatten in der Vorbereitung, wo wir gesagt haben, ja, also der eine oder andere sagt, okay, Woll ist immer die Basis. Bei mir ist es eher so, ich sage mir, okay, Learning oder Learning Circles sind ja auch sehr stark auf Lern- oder Weiterbildungsthemen ausgerichtet, während dem Woll eher auch Richtung Soft Skills geht. Da können auch ganz andere Themen eine Rolle spielen, die nicht unbedingt auf Weiterbildung ausgerichtet ist, primär. Ganz unterschiedlich. Könntet ihr Woll und LernOS kurz definieren? Ich muss mich leider outen, dass ich es nicht kenne. Kein Problem. Gerne, Jonathan. Simon, magst du kurz aus deiner Brille schildern? Also Working Out Loud ist eine, das kam 2005, 2006 auf, ist quasi eine Arbeitsphilosophie, bei der man die eigenen Arbeitsergebnisse sichtbar macht und darüber erzählt. Mhm. Kommt so ein bisschen aus der Bewegung oder aus der Beobachtung, dass Wissensarbeit durch Digitalisierung unsichtbar wird. Und John Stepper hat quasi versucht, für die Deutsche Bank damals eine Methodik zu entwickeln, wie man diese Arbeitshaltung erlernen kann. Und dafür gibt es die WOL Circle Guides. Man hat sich da eine Circle-Methode angelehnt, die kann ich auch gleich mal zeigen, wenn euch die interessiert. Ne? Und LernOS ist ein offenes System für lebenslanges Lernen und Lernen der Organisationen. Da gibt es einen Leitfaden für Einzelpersonen mit 3 Lernpfaden. Da ist auch so ein WOL-Lernpfad drin. Ja. Einer für Getting Things Done und einer für Objective Key Results. Ah, okay. Alles klar. Super, danke dir. Bitte. Genau. Und da auch so ein bisschen den Bezug zu kriegen, dass natürlich ein Learning Circle sehr stark auch LernOS geprägt sein kann. Es gibt ja auch so eine LernOS Toolbox, wo man dann verschiedene Methoden anwenden kann, wie Sketchnoting oder Podcasting oder wie wir jetzt eben verprobt haben, hier in verschiedenen Bereichen E-Portfolio aufbauen, also eine eigene Online-Präsenz aufzubauen im Lernstil. Oder auch Content Curation, also ein bestimmtes Thema zu kuratieren und das eben über eine Lernreise zu begleiten. Also ganz unterschiedliche Facetten, bei denen WOL sicherlich eine Rolle spielen kann, aber was nicht immer primär der Gegenstand sein muss. Das wäre jetzt so meine Definition dahinter für einen Learning Circle. Ja. Also ich kann mal kurz zeigen, wo es bei beiden eigentlich herkommt. Ne? Also diese Lernzirkel, die kommen ja auch nicht aus WOL, sondern die kommen von den sogenannten Lean-In-Circlen. Das ist quasi eine relativ große Frauenbewegung in den USA mit 40.000, 50.000 Mitgliedern. Ne? Und da hat man eben Circle, die sind gekennzeichnet durch 3 Kriterien. Ne? Auf der einen Seite ein Support-Netzwerk, also man unterstützt sich gegenseitig im Lernen. Man hat regelmäßige Treffen und sie dienen dem Skill-Building, also man lernt Fähigkeiten dort. Mhm. Ne? Und John hat das dann quasi damals für WOL aufgegriffen und hat es quasi etwas zurechtgegeben. Gedreht. Die Lean-In-Circles, die haben typischerweise 12 bis 14 Personen. Das hat er reduziert auf 4 bis 5, ne, damit man von den Treffen auf eine Stunde runterkommt und die Leute noch genug Austausch haben, trotzdem die Diversität groß genug ist. Und bei der Trefffrequenz ist er quasi von monatlich auf wöchentlich runtergegangen, damit man halt in einem schnelleren Zeitraum durchkommt. Das kann ich ins Pad noch packen, wenn es interessiert, die 2 Links. Ja. Dass dann auch mehr dieser Sprint-Charakter entsteht, ja. Also dass man agiler und schneller quasi durch den Circle durchkommt, was nicht immer ein Vorteil sein muss. Also wir haben auch in dem Pilotprojekt, was wir jetzt was wir durchgeführt haben, haben wir festgestellt, dass durchaus der ein oder andere Kollege oder Kollegin damit auch ein Problem hat, dass das eben wöchentlich sein muss und dass man das nicht ein bisschen länger strecken oder vielleicht auch verkürzen kann. Ja. Ja, also spannende Erfahrungswerte. Okay, aber das ist doch schon mal eine tolle Sammlung an Definitionen.
Jetzt habt ihr auch schon so ein bisschen von uns mitbekommen, wie wir es so sehen, grob. Natürlich auch mit unterschiedlichen Facetten, ja. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt unsere Allheildefinition ist. Aber so das so als grundlegender Einstieg, worum es hier gehen soll und was wir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Okay, dann Anja oder Simon, ihr wollt wieder übernehmen? Genau, also vielleicht zwei Beispiele einfach mal. Wir haben letztes Jahr auf Basis von dem Lerno ist für dich Leitfaden so eine erste Learning Circle Experience gemacht. Die lief halt auf Weihnachten zu, also quasi viertes Quartal. Ne, wir laufen angelehnt an Scrum Sprints immer quartalsweise. Das heißt, man sucht sich selber für jedes Quartal eigene Lernziele und verfolgt die entweder alleine oder im Tandem oder in einem Circle. Und haben quasi mit 70 Teilnehmern, recht klein und übersichtlich, auf einer Community-Plattform, auf der sich alle austauschen konnten und mit völlig freier Circle-Findung. Also wir haben einfach offen eingeladen und haben gesagt, so das Thema der Lernpfad ist eben der in dem Leitfaden beschrieben ist. Den kann ich da auch gleich noch verlinken. Findet euch da selber zusammen. Ja, und von den 70, die am Anfang dabei waren, haben 50 gefinisht. Also 50 sind quasi so ihren Circle durchlaufen. Da wollen wir auch so ein bisschen mitschreiben, ne, wie da die Quoten sind, wer bleibt da dran, wer fällt da raus, also Erfolgsquoten. Das ist so ein Beispiel. Und das andere ist vielleicht sichtbarer, habt da öfter oder haben mehr von euch schon davon gehört, ist das Wolf-Frauen-Stärken, was die Katha Krenz hauptsächlich aufgesetzt hat. Ne, wo man quasi auf Basis mit dem Working Out Loud Guide mit gut 3000 Teilnehmerinnen, das läuft noch, deswegen weiß man noch nicht, wie viel hinten rauskommen, aber ein, zwei Größenordnungen größer, mit einer LinkedIn-Gruppe als einer Plattform und einer festen Zuordnung. Also alle, die sich angemeldet haben, wurden quasi von denen mit einem Algorithmus in Gruppen gesteckt, woraus sich dann eben so 5er Circles ergeben haben. Laufen auf dem Wallguide Version 6, die über Blinkit bereitgestellt werden. Also diese wöchentlichen Übungen bekommt man da über die Plattform Blinkit. No, beiden ist vielleicht gemein. Das hat Wolf Randstärken aus unserer Learning Circle Experience kopiert, was gut ist. Diese Boxenstopp-Idee, also dass man an bestimmten Stellen im Lernpfad was gemeinsam macht, nicht nur eine Öffnung und einen Abschluss, sondern wir haben, das sehen wir nachher auch noch in der Grafik von Anja, quasi so den Ansatz, wir begleiten in Woche 0 in der Learning Circle Experience, Woche 4, Woche 8, Woche 12, um den Dropout möglichst klein zu halten. Also Dropout aus der MOOC-Forschung vielleicht ist dieses, wie viele Leute haben sich angemeldet, wie viele kommen zum ersten Termin, wie viele bleiben über die Wochen dabei. Ne? Und da ist unsere Erfahrung, wenn man da nicht Punkte drin hat, auf die man wieder hinfiebert oder wo Leute aktiv was zeigen müssen, ist die Dropout-Kurve viel steiler, als wenn man da sozusagen Punkte hat, wo man nochmal gemeinsam was macht. Genau, das war auch unsere Idee, das mit aufzugreifen. Was man hier sehr schön sieht an den beiden Beispielen, es geht sehr, sehr klein oder es geht in kleinerem Rahmen und es geht natürlich auch richtig groß. Es skaliert dann schon gerade bei Wolf-Frauen-Stärken, hat ja auch eine enorme Aufmerksamkeit im Web verursacht gerade so, ne, in der Einladungswelle schon. Und da haben sich sehr viele gefunden, ist auch möglich und hat natürlich sehr unterschiedliche Zielstellungen, von reinen Lernzielen bis hin zu anderen Zielstellungen, die man da auch erreichen möchte. Und auch wenn man das Format dann auch anschaut, also zumindest bei Woll Frauen stärken, dadurch, dass es halt so viele Teilnehmer jetzt auch sind, geht es natürlich schlecht mit direkten Live-Sessions, was wir jetzt zum Beispiel hier heute haben, sondern da arbeitet man dann eher mit YouTube-Livestreams, wo dann aber der Chat auch super aktiv ist. Also da ist man die ganze Zeit eigentlich nur am Scrollen, weil die Leute da alle gleichzeitig was posten und kommentieren. Und was ich da auch sehr interessant und auch attraktiv irgendwie finde, nicht nur diese Pitstops, die dann zum Beispiel bei YouTube live geteilt werden, sondern auch zu jeder Woche findet man ein Video, also ein kurzes Video mit einem Role Model. Und das reichert, finde ich, diesen Circle Guide, Working Out Loud Circle Guide nochmal sehr gut an und bringt nochmal mehr Inspiration auch für die Woche. Mhm. Finde ich auch super, dass das ähnlich gemacht wird, wie wir es auch geplant hatten oder durchgeführt haben bei uns. Wir haben auch so Wochen-News oder Wochen-Newsletter dann mit reingestellt, haben tatsächlich auch, und das war das Ziel des Pilotbeispiels, worüber jetzt wir mal ein bisschen überleiten würden in den Erfahrungsbericht. Das seht ihr auch schon bei Anja oben im Hintergrund, ne? Learnify your daily work. Uns ging es vor allen Dingen darum,
in die Richtung einzusteigen, wie können wir den Arbeitsalltag auch sowohl mit dem, was die Kollegen und Kolleginnen tun bei uns, bei Continental mit verschiedensten Themen, als auch die Lernbegleitung und die Tools, die dafür eingesetzt werden, damit verknüpfen. Das heißt, wir setzen ja auch verschiedene Collaboration-Tools ein, wie Microsoft 365 oder Connections als ESN, als Enterprise Social Network. Und wir haben überlegt, wie können wir diese Tool-Landschaften und diese Bereiche, in denen die Kollegen auch täglich arbeiten, gewinnbringend für solche Lernziele und solche Weiterbildungsthemen mit einsetzen. Ja, und dazu entstand dann eben das Pilotprojekt Learnify Your Daily Work als Idee, Learning Circles einmal auszuprobieren. Über den Zeitstrahl von September letzten Jahres bis eigentlich ja, Ende Februar, wir hatten letzte Woche oder vor anderthalb Wochen unser Closing Event, liefen diese Circles, waren etwa von Beginn an 45 Teilnehmer. Am Ende haben dann 35 auch tatsächlich gefinished, wie man so schön sagt, haben dann auch ihr Finisher Badge bekommen und auch 15 von den Teilnehmern haben wirklich aktiv auch Sachen präsentiert. Also wir hatten dann im Closing Event auch so kleine Talks, so Lightning Talks, wo die Teilnehmer auch das, was sie über die 12 Wochen erreicht haben, mal vorgestellt haben. Von einem kleinen E-Learning-Modul bis hin zu verschiedenen Blogs, die sie aufgesetzt haben intern bei uns. Und das war sehr spannend zu sehen, was da wirklich entstehen kann über so einen Sprint-Zeitraum. Letztendlich waren das 8 Circles zwischen 4 und 6 Teilnehmern und 2 Tandems, die eben zu zweit das Ganze absolviert haben. Und ich würde mal den Zeitstrahl teilen, da kannst du Anja auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Sehr gerne, danke. Ganz kurz, ich muss nur die Seite einmal aufrufen. So, jetzt solltet ihr sie sehen. Wir haben also ein begleitendes OneNote aufgesetzt dafür. Und in dem OneNote finden sich auch die Wochen, die wir begleitet haben, jeweils von Woche 1 bis Woche 12. Und dazwischen haben sich eben verschiedene andere Dinge abgespielt. Und da übergebe ich mal an dich, Anja. Danke sehr. Genau. Also wir haben es im Prinzip so aufgebaut, wie wir es auch gerade schon angesprochen hatten, dass wir am Anfang auch ein persönliches Kickoff-Event sozusagen hatten, ein virtuelles Meeting, wo wir dann gemeinsam sozusagen in die 12 Wochen starten konnten und haben von Anfang an auch gesagt, wir brauchen noch mehr persönliche Meetings sozusagen zwischendurch. Deswegen haben wir den ersten und den zweiten Pitstop eingebaut und jeweils nach der 4. Woche oder in der 4. Woche und in der 8. Woche. Und am Ende, genau, hatten wir jetzt letzte Woche das sogar auch 3-stündige Abschlussevent, wo wir dann auch gemeinsam auf die Ergebnisse geschaut haben. Also die Teilnehmer haben in so kurzen Lightning Talks vorgestellt, was sie in diesen 12 Wochen erarbeitet haben. Und daran konnten wir dann auch wirklich richtig gut sehen, was letztendlich dann nach so 12 Wochen auch entstehen können. Ich war gerade eben noch in einer anderen Session, da fiel das Wort Dokumentation ist wichtig. Und was ist die beste Dokumentation, als wenn man am Ende dann tatsächlich sogar irgendwie ein Produkt oder so hat? Und das fand ich zumindest sehr inspirierend, dass die Teilnehmer da auch wirklich ein Ziel vor Augen hatten, vielleicht sogar als gemeinsame Learning Circle Gruppe. Also zum Beispiel ein Learning Circle hatte sich von Anfang an das Thema AR, VR gesetzt und haben dann wirklich in dem mithilfe des E-Portfolio Learning Guides dann am Ende auch wirklich was erstellt. Und das konnten sie dann in dem Abschlussevent teilen. Die Beate hat die Hand gehoben. Wollt ihr Fragen oder wollt ihr die gerne sammeln? Gerne. Sehr gerne. Ja, also es ist schon mal interessant, so diesen Ablauf zu sehen, aber ich habe vorne dran nochmal die Frage, wer eure Zielgruppe war und mit welchem Ziel ihr die eingeladen habt. Sind das ganz verschiedene Mitarbeiter gewesen, die jetzt nicht in einem Weiterbildungskontext konkret waren oder wie habt ihr die gewonnen? Und die andere Frage, warum habt ihr einen eigenen Pfad entwickelt und nicht BOL übernommen? War das eine Frage, die ihr euch gestellt hattet? Möchtest du Anja oder? Ich kann auf jeden Fall die erste Frage beantworten. Genau, also welche Zielgruppe haben wir gewählt? Wir haben ja einen Piloten gemacht, wir haben 2 Circle Guides, LernOS Circle Guides pilotiert sozusagen in diesem Projekt. Da sind wir dann natürlich generell
offen gewesen. Jeder, der motiviert war und wollte, konnte sich dafür anmelden sozusagen, haben aber gezielt auch bestimmte Akademien in der Organisation angesprochen, weil wir da dachten, okay, die könnten vielleicht besonderes Interesse haben, daran teilzunehmen, weil sie das Format vielleicht für sich auch gut anwenden können in Zukunft, also dieses Learning Circle Format. Und dann haben wir bei uns im Unternehmen auch ein Netzwerk, ein sehr großes, das sind unsere Guides, Change Agents, Multiplikatoren, und die sind solche Lernreisen, schon auch vom Guide Onboarding, da haben wir auch so eine 12-wöchige Lernreise, auch schon gewohnt, sagen wir mal so, die kennen zumindest die Methode, aber sie kannten Guideline noch nicht, also der Content Creation und E-Portfolio Learning. Und deswegen hatten wir gedacht, dass die sicherlich erstens sehr auch intrinsisch motiviert sind, weil auch die Guide-Tätigkeit machen sie natürlich auch quasi on top noch immer und freiwillig. Und genau, deswegen sind wir gezielt auf die dann auch zugegangen und haben da sogar auch einige gewonnen, die auch daran teilgenommen haben, zusätzlich zu den Personen aus Akademien zum Beispiel. Mhm. Genau. Vielleicht ergänzend dazu, warum haben wir uns jetzt nicht klassisch für WOL entschieden oder für den WOL-Lernpfad in dem Sinne? Weil wir überlegt haben, welche Methoden gibt es noch, ne? Also wir haben mittlerweile eine recht große WOL-Community intern auch bei Conti und natürlich auch übergreifend haben einige unserer Kollegen schon WOL-Circles absolviert. Und uns ging es vor allen Dingen auch darum, die Methodenbaukasten oder die Methodenlandschaft hier ein Stück weit zu erweitern. Deswegen auch die Idee, mit Praxisleitfäden ranzugehen, die wir selbst in eigenen kleinen Learning Circles, da war damals der Stefan dabei, der ist, glaube ich, auch hier im Meeting gerade, und auch die Hertha von der Goethe-Stiftung. Wir haben halt überlegt, was könnten denn weitere Methoden sein, die man zukünftig sehr gut in solchen Learning Circles begleiten kann. Und da kam die Idee einerseits Content Curation als Kuratierungsmethode zu einem bestimmten Weiterbildungsthema, und andererseits E-Portfolio Learning, um den Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen und das, die Lernreflexion, die er erlebt, über eine Lernreise sichtbarer zu machen. Und das war die Idee dahinter, einfach vergleichbar zum klassischen WOL Circle auch andere Methoden zu verproben und auszuprobieren, ob das auch gut klappt. Genau, deswegen dieser Hintergrund. Und wenn man hier mal so einen kurzen Einblick kriegt, ist das hier so die Idee, dass man also mit Sketchnotes in einer Art One-Pager auch durch die verschiedenen Wochen durchgehen kann. Wir haben hier so ein kleines OneNote-Template. Da kann man sich also dann durch die Wochen, einzelnen Wochen, durch verschiedene Lernbereiche und die verschiedenen Wochen dann durchklicken und dann mit den Teilnehmern in den Learning Circles wöchentlich diese Aufgaben und die dahinterstehenden Übungen, die sogenannten Katas, durchführen. Ja, das mal so als kurzer Erfahrungsbericht und Einblick, was wir da bisher versucht haben durchzuführen und was auch recht gut geklappt hat. Wir sind jetzt gerade dabei, die Auswertungen zu machen. Es gab also Umfragen zum Anfang und zum Ende der Circles und auch kleine Interviews und Gruppendiskussionen zwischendurch, damit wir eben auch rausfinden konnten, ob das gut klappt. Wenn man nochmal ganz kurz auf die, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück hier auf die Slide, zurückgeht, was war noch eine wichtige Erkenntnis? Wir haben so ab der Hälfte, ne, wo dann das Jahresende, der Jahresübergang war und auch viele Kollegen gesagt haben, oh, bei uns, es sind viele Themen im Moment, wir können nicht alles mit der Arbeit verknüpfen und müssen dann vielleicht den Learning Circle etwas strecken, ist uns schon aufgefallen, dass man so 1-2 Wochen länger immer einplanen sollte. Und dann auch zum Anfang des Jahres dadurch so eine Art kleines Campfire gemacht, um die Teilnehmer wieder ins Boot zu holen, zusammen mit anderen Interessierten. So eine Art Online-Session nochmal und sind auch teilweise mit 3-4 Circles, die Interesse hatten, nochmal in Mentoring reingegangen. Also auch nochmal zu sagen, okay, habt ihr euer Thema gefunden? Wie ist eure Zielstellung? Um da nochmal auch ein bisschen den Charakter zu schärfen, dass man eben nicht komplett selbstgesteuert lernen kann oder lernt, weil das ein ganz neues Mindset ist auch. Also viele der Kollegen und Kolleginnen, denen ist erstmal bewusst geworden, wenn sie in so einen Circle reingehen, dann bedeutet das eben auch, dass man nicht vorhandene Inhalte mal schnell durcharbeitet, sondern dass man sich selbst zusammen in seinem Kreis was erarbeitet. Und dieses neue Mindset, aha, ich muss mir meinen Lernweg auch selbst basteln ein Stück weit, das ist am Anfang für viele auch eine kleine Herausforderung gewesen, muss man sagen. Okay, ich stoppe mal das Presenting und wir können gerne wieder aufs Pad zurückgehen und vielleicht die ein oder andere Rückmeldung, Frage, Diskussionspunkt aufgreifen, den ihr vielleicht habt dazu. Vielleicht noch eine Ergänzung auch.
was ihr jetzt ja gesehen habt, wir haben tatsächlich wirklich auch ein zentrales Augenmerk darauf gelegt, dass die Teilnehmer dort lernen, wo sie sich quasi befinden. Deswegen hatten wir die Circle Guides im OneNote drin. Und auch in Teams haben wir uns ausgetauscht. Also wir haben ein Teams-Team erstellt, über das dann auch die Kommunikation stattgefunden hat und wir wöchentlich eben diese Wochen-News geteilt haben mit den Teilnehmern. Genau. Es war uns wichtig, dass es da eine zentrale Anlaufstelle gibt, dass die Teilnehmer eben, wenn sie möchten, ihre eigene Chatgruppe, ihre eigene kleine Teams-Lerngruppe nutzen können und da ihr OneNote haben, um das Template durchzugehen. Aber ansonsten auch jederzeit uns Rückfragen stellen können in einem zentralen Team sozusagen. Genau. Ja, was vielleicht noch eine spannende, tolle Sache war, am Ende haben wir so ein bisschen versucht, auch Gamification mit reinzubringen, damit die Teilnehmer auch noch eine stärkere Wertschätzung erfahren und auch mal was ausprobieren können, was sie vielleicht noch nicht kennen. Dann haben wir so eine kleine Schnitzeljagd organisiert, also eine Treasure Hunt mit Rätseln in einem Tool, das nennt sich Work Adventure. Simon, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen zu. Ist ein Tool, was der Chaos Computer Club auch einsetzt, ne? Und was wir dann einfach versucht haben, mal auszuprobieren. Bist du noch gemutet? Genau. Das ist so ein 2D-Veranstaltungstool, wo man so mit einem Computerspiel herumlaufen kann. Wer das mal ausprobieren will, es ist nach der Session oder die übernächste, ist so ein LernOS-Session dort. Das ist die Spalte LernOS Assembly im Sessionplan, da kann man das mal ausprobieren. Und da haben wir halt eine modifizierte Karte verwendet, wo wir so ähnlich wie das vielleicht von Escape Games oder Exit Games oder Geocaching kennt, in Teams Rätsel lösen musste. Also man musste erstmal die Rätsel finden, dann musste man die Rätsel lösen, dann musste man eine Stelle finden, wo man ein Passwort eingeben muss. Und wenn man dann das Passwort eingegeben hat, dann hat man quasi die Badges sich runterladen können, also die digitalen Badges, die mir dann auch bescheinigen, dass ich meine Lernreise absolviert habe. Also habt ihr das Video, Marcel? Wollt ihr das zeigen kurz, dass man sich's vorstellen kann? Das können wir gerne zeigen, ja. Zeitraffer. Genau, ich glaube, der Zeitraffer zeigt das ganz gut. Aber hast du den oder hast du ihn zum Teilen? Also ich habe zumindest die längere Version. Ach nee, du hast sie auch hier hochgeladen, genau. Ne? Ja, bei uns im Channel. Warte, dann mache ich den mal ganz kurz drauf. Ah nee, das ist die Langversion. Haben wir auch die kürzere? Die müsste auch da sein, genau. Moment. Ja, haben wir auch. Kann ich sofort teilen, dann könnt ihr mal so einen kleinen Eindruck kriegen. Ganz kleinen Moment. Geht sofort los. Weil da ist auch kein Ton dabei, insofern können wir einfach drüber erzählen. Voice-over. Genau. Kann man dazu was anschauen. Ich hoffe, ihr seht es jetzt, ja? Ja. Das war so die Umgebung, das ist die virtuelle Akademie, die auch Simon sozusagen für uns nochmal kopiert hat. Und dann haben wir in dieser virtuellen Akademie, in den Räumen, haben wir dann kleine Verstecke erzeugt. Man sieht es jetzt hier im Schnellen, die Teilnehmer kommen also Schritt für Schritt rein in die Umgebung und begeben sich jetzt erstmal zu dieser grünen Tafel. Dort kriegen sie ihre ersten Anweisungen sozusagen, was sie alles suchen und finden sollen und welche Rätsel sie lösen sollen. Und jetzt sieht man schon, wie sie sich auf die Räume verteilen. Da liegen zum Beispiel dann so rote Bücher auf den Tischen. Das war dann immer der Circle Guide. Da konnte man also den Circle Guide direkt abrufen und dann hat man zum Beispiel in so einem Mülleimer oder oben bei dem Rechner oder unten bei dem Kopierer hat man halt so kleine Rätsel gefunden und konnte die dann mit denen quasi ein Passwort zusammenstellen. Ja. Und ihr seht es jetzt quasi aus der Vogelperspektive, die Teilnehmerinnen haben quasi immer nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Also man musste erstmal überhaupt gucken, wie sieht die ganze Fläche aus, welche Räume gibt es. Na, wir haben das jetzt nur hier einmal aus der Vogelperspektive abgefilmt. Genau. Das Schöne war, dass man dann im Team online auch zusammenarbeiten musste, um diese Rätsel zu lösen. Und Anja, du wolltest was sagen? Genau, das wollte ich sagen. Ach so, und, sorry. Also alles gut, genau. Genau, und wir haben so natürlich auch nochmal gezeigt, dass man auch das Lernen an sich auch ganz anders gestalten kann, also eher eine spielerische Weise auch aufgezeigt. Das war uns irgendwie am Ende auch wichtig, dass wir zu unserem Abschlussevent den Teilnehmern nochmal auch was Cooles mitgeben können, dass wir Spaß haben konnten zusammen und vielleicht auch, dass sie inspiriert wurden, dass es halt auch irgendwie anders geht zu lernen sozusagen. So sieht's aus, genau. Und das Interessante ist, ne, ergeben sich dann immer so Ballungsräume. Ne? Hier stehen plötzlich links ganze Gruppen oder hier unten dann bei dem Holz, da war dann das Lösungspasswort einzugeben und da konnte man dann sein Badge runterladen am Ende.
Letztendlich, die Teilnehmer kamen dann zurück in den großen Raum und haben halt gesagt, Mensch, toll, mal eine ganz andere Variante, sein Badge zu bekommen, sein Zertifikat zu bekommen und dabei noch Dinge zu lernen, ne, am Ende an dieser Circle-Reise. Okay, ja, das mal so als kleiner Einblick in die Treasure Hunt, die wir da noch gemacht haben. Können wir vielleicht noch ein paar Sätze zum Ausblick sagen, oder? Und dann in so eine offene Frage-Diskussionsrunde gehen? Sehr gerne, ja. Also was haben wir als nächstes vor? Wir arbeiten jetzt daran, natürlich die Pilotergebnisse auszuwerten und auch zu überlegen, wie kann man das vielleicht auch in erweiterte Piloten oder eben auch in einen Rollout überführen. Also es geht darum, eine Rollout-Strategie zu entwickeln und vor allen Dingen auch sich Gedanken zu machen, was können wir noch verbessern, wie können wir die Teilnehmer noch besser abholen aus Kontinentalperspektive für uns, damit sie auch den größten Mehrwert haben für ihre tägliche Arbeit, wenn es eben um so Themen wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz geht, dass man da auch die Teilnehmer in ihren Arbeitsgebieten direkt abholen kann. Genau, und vielleicht ergänzend noch von dir, Anja oder Simon? Ja, genau. Also wir haben also auch im Abschlussevent natürlich einen Teil mit drin gehabt, dass wir auch Lessons Learned eingeholt haben von den Teilnehmern. Und da kam wirklich auch sehr gutes Feedback. Vielleicht eins, was man auf jeden Fall auch gut mitnehmen kann, ist der Zeitraum. Man sollte sich wirklich Gedanken machen, wann ist so eine Lernreise, gerade weil sie über 12 Wochen geht, sinnvoll. Weil wir hatten das jetzt ja, dadurch, dass es ein Projekt war und es zeitlich auch nicht anders möglich war, zum Ende des Jahres gemacht. Und da haben wir festgestellt, dass das eher kein guter Zeitraum ist für so eine längere Lernreise tatsächlich. Sondern da, also muss man wirklich auch gut drauf gucken, dass man es irgendwie vielleicht dann eher im Frühjahr oder vielleicht auch nicht zur Urlaubszeit zum Beispiel platziert. Weil natürlich gerade zum Jahresende, das haben wir auch gemerkt, deswegen haben wir dann ja auch die Puffer eingebaut, haben dann die Leute eher weniger Zeit. Das stimmt. Ja, Sie genau, haben ja, ein DATEV-Beispiel, ne? Ja, genau, DATEV. Also wir werden unsere Learning Circle Experience im zweiten Quartal, also April bis Juni, nochmal durchführen. Da wird der Fokus sein, wie kann man so mit diesem persönlichen Lernpfad Office 365 Adoption treiben. Also so diese ganzen Artefakte, ne, aus Getting Things Done, aus Wall OKR gemappt auf die Office 365 Welt. Und DATEV ist noch so ein Beispiel, da kann ich mal gerade, da gibt es bisher public nur ein Tweet. Weiß nicht, wer die DATEV kennt, das ist so eine Steuerberatungsfirma, 7.000, 8.000 Mitarbeiter, die machen Software für Steuerberatung, so SAP in klein. Und da ist die Katja, die betreut dort das Kunden- und Partnermanagement. Und da wird quasi jetzt so eine Learning Circle Experience gemacht mit den Netzwerkpartnern. Also da geht es quasi darum, die angeschlossenen Kanzleien, Steuerberatungsbüros durch solche Lernpfade zu stecken, damit sie in Zukunft besser vernetzt mit der DATEV zusammenarbeiten können. Ja, ein spannender Ansatz. Ja. Genau. Falls jemand da nächste Woche in dem DigiCamp ist, das DATEV DigiCamp, das hat ja immer ein paar Plätze auch für Externe, da wird es eine ausführliche Session dazu geben. Und wenn ihr wollt, Katja folgen, knödel65 auf Twitter. Ich werde das auch retweeten. Sobald es da Sachen public gibt, werde ich das dann auf Twitter auch mitbekommen. Sehr spannend. Da sind wir mal gespannt auf den Bericht dann von euch, Simon. Haltet uns gerne auf dem Laufenden. Ja, die Barbara hat schon die erste Frage gestellt. Wie viel Zeit haben die Lernenden investiert? Ist eine gute Frage. Wir haben die Lernenden auch tatsächlich gefragt im Rahmen der Fragebögen. Wir werden das definitiv dann auch noch spätestens wahrscheinlich zum Herbstcamp, wahrscheinlich war auch schon eher nochmal die Auswertungsergebnisse ein bisschen mit euch teilen dann in der Community. Grundsätzlich ist es so angedacht, dass die Teilnehmenden eine Stunde in der Woche auf jeden Fall sich treffen, also eine wöchentliche synchrone Teams-Meeting oder ähnliche Austauschplattform haben. Und zusätzlich haben sie dann diese Katas pro Woche, an denen können sie sich orientieren oder sie können natürlich auch eine eigene Übungslandschaft für sich aufbauen im Rahmen der Wochen, aber das sind dann immer noch mal so etwa 2 bis 3 Stunden. Ja, also wir haben gesagt, Basics sind 2 Stunden die Woche, aber idealerweise, wenn man auch so ein bisschen mehr in das Thema einsteigen will, vielleicht auch ein kleines Minimum Viable Product heißt das ja, MVP, wenn man so ein kleines Ergebnis für sich erarbeiten will über die 12 Wochen, braucht man schon so einen halben Tag die Woche, also so 2 bis 4 Stunden sollte man auf jeden Fall einplanen. Was habt ihr noch für Fragen? Vielleicht auch eigene Erfahrungswerte, die ihr habt. Vielleicht habt ihr auch schon Learning Circles bei euch unbewusst oder bewusst eingesetzt und
Wir sind da immer sehr interessiert, was ihr so für Erfahrungswerte habt. Also ich kann vielleicht einen kurzen Beitrag leisten, Gerd von der SAP. Ich bin im Moment in einem Learn-Circle, den ich selbst initiiert habe. Die Grundlage ist allerdings eine andere. Einige von euch kennen vielleicht die Jane Hart aus England. Die hat ein Programm aufgesetzt, das nennt sich Modern Workplace Learning. Bietet auch selbst solche Circle an, aber ich dachte mir, das können wir selber im Haus auch. Also wir sind jetzt zu sechst. Es ist ein kommerzielles Programm, muss man zugeben. Also für, ich weiß nicht, 200 Pfund oder sowas kauft man sich den Zugang zu den Materialien. Und was die Jane gemacht hat, ist eben das Material dann zur Verfügung zu stellen und in 4 Blöcken, a 4 Einheiten auch jeweils Aufgaben zu stellen. Und im Grunde genommen dachte ich mir, das passt wunderbar zu einem Format analog zu Working Out Loud oder auch Lernos. Also wir haben jetzt, treffen uns wöchentlich, im Grunde genommen in so einem Lernos oder Learning Circle Setup. Typischer Flipped Classroom-Ansatz, also wir gucken uns die Theorie an, wir arbeiten an den Aufgaben und dann tauschen wir uns wöchentlich dazu aus. Und was ganz interessant ist, Teil von diesem kommerziellen Programm ist die Möglichkeit für eine Zertifizierung. Das erhöht natürlich auch ein bisschen die Motivation, ne? Also musst jede Woche dann eigentlich deine Aufgaben losschicken und gucken, ob sie akzeptiert werden und am Ende kriegst du dann idealerweise eine Zerti. Also da ist die Motivation schon ein bisschen höher, auch dabei zu bleiben und alles auch Menschen aus dem L&D-Umfeld, also die eine intrinsische Motivation da mitbringen, auch dabei zu bleiben. Und bisher, muss ich sagen, funktioniert das super. Es steht jetzt die erste Retro an und dann gucken wir mal, wie gut es dann jetzt wirklich funktioniert, auch für die anderen Teilnehmer. Aber ich muss sagen, es ist eine super Erfahrung und nach einem LernOS-Circle, einem Woll-Circle, muss ich sagen, das Format an und für sich, eben über so einen Sprint hinweg mit motivierten Menschen zusammenzulernen, ist toll und funktioniert wunderbar. Super, klingt klasse und auch vielen Dank für diese Erfahrungswerte mal aus dieser Richtung, weil tatsächlich haben wir uns bei den Piloten auch an den Grundlagen von Modern Workplace Learning von Jane Hart mit orientiert und dann auch Harold Sharkey, Learning is Working, ne? Und umgekehrt haben wir mit reingebracht, um einfach auch dieses Verständnis zu schärfen bei den Kollegen und Kolleginnen. Wir haben aber bewusst eben gesagt, wir wollen nicht nur L&D-Leute haben, die sowieso schon in die Richtung tendieren und affin dafür sind, sondern es soll jeder, der grundsätzlich interessiert ist, sich weiterzubilden, erstmal teilnehmen können. Aber spannend zu hören, dass das prima klappt. Ich finde da die erste Frage noch spannend, weiß ich, wer sie gestellt hat. Wie zum Geier bekommt man Leute dazu, sich nach dem Training noch in Lernzirkel zusammenzuarbeiten? Ich habe gerade mal so überlegt, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Training gemacht habe, ist 5 Jahre her. Also ich würde sagen, in diesem Bereich von Wissensarbeit und wenn man 70-20-10 ernst nimmt, dann ist halt nur noch ein kleiner Teil des Lernens hat mit Training zu tun. Und gerade in diesem 20%-Bereich, also Lernen von anderen, dort können solche Lernzirkel meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Rolle spielen, wo halt Trainings keine spielen. Also das sehe ich nicht als on top, dass man sagt, zu jedem Training brauche ich jetzt auch noch so Lernzirkel, ne, sondern das ist eher entweder was Alternatives, was anderes in anderen Bereichen. Oder was wir halt feststellen ist, dass in ganz vielen Bereichen über die Jahre hinweg Trainings so zusammengeschrumpft worden sind, dass man da den ganzen Inhalt nicht mehr reinbekommt. Also ich kenne ganz viele Trainer, die mir erzählen, sie hatten vor 4 Jahren, haben sie noch 4 Tage Training gemacht, dann waren es nur noch 2, dann waren es nur noch einer und jetzt soll es nur noch ein halber sein. Und die angefangen haben quasi ihre Trainings, um solche Lerncircle zu ergänzen und zu sagen, wenn wir euch einen Tag als agiler Product Owner schulen, ist uns völlig klar, dass ihr da kein fertiger Product Owner seid hinterher. Aber danach geht er nochmal in Lerncircle und verfestigt das mit 5 anderen, ohne dass ich als Trainer dabei bin. Also das finde ich spannend zu gucken, wie sich das in so eine bestehende Landschaft einpasst. Aber es muss nicht on top zu allen Trainings irgendwie stattfinden. Das sicher nicht. Absolut. Genau, das stellen wir auch fest, dass wir im Prinzip intern da auch von sogenannten 2 Parallelsträngen sprechen, die auch sich ergänzen. Wir haben einerseits diese Social Learning Initiativen, die ganz klassisch oder die nicht klassisch, sondern ganz innovativ versuchen, eben Trainings ergänzend einzusetzen. Also man arbeitet vielleicht ein Lernmodul durch, ist aber eigentlich in einem Learning Circle und greift nur die Inhalte dort wieder auf. Andererseits gibt es eben die klassische LMS-Welt, wo ich Trainingsmodule durchlaufen muss, um das Zertifikat zu bekommen. Und das eine schließt das andere nicht aus, aber wir stellen halt fest, dass gerade dieses Lernen am Arbeitsplatz auch gerade in so einer
verstärkten Remote-Landschaft, in der wir uns ja gerade bewegen, aus dem Homeoffice heraus, dass das noch mehr Zug und mehr Drive bringt, wenn die Teilnehmer sich wirklich über ihre Themen, die sie im Arbeitsalltag beschäftigen, in so einem Circle austauschen, als immer nur ein klassisches Training zu durchlaufen. Also es ist eher so ein bisschen nicht Ersatzfunktion, aber sinnvolle Ergänzung oder vielleicht auch Erweiterung des Ganzen. Genau. Oder Anja. Also gerade bei so einer zwölfwöchigen Lernreise, da haben wir auch gemerkt, dass es wirklich eher die Leute pushen kann oder helfen kann, dann auch wirklich die Reise gemeinsam zu Ende zu bringen sozusagen, weil das ist dann natürlich sonst, wenn sie sich halt jede Woche zum Beispiel mit dem Thema alleine auseinandersetzen müssten, viel schwieriger, als wenn man weiß, okay, man hat das Ziel, sich dann gemeinsam auch noch dazu auszutauschen, dann motiviert das, also die Person, haben wir festgestellt. Und tatsächlich ist sogar der Learning-Circle oder der Austausch mit den anderen oder mit vier anderen Personen der große Mehrwert oft bei solchen Lernreisen. Ja, der Karl hat sich noch gemeldet, habe ich gesehen. Ja, hi, grüßt euch. Hi. Vielen Dank, ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen, deshalb stelle ich vielleicht eine Frage, die ihr schon beantwortet habt. Kein Problem. Ich überlege gerade, wie ihr die Ergebnisse, die die Teilnehmenden ja vielleicht innerhalb ihrer Circle und ihrer Lernreise erstellen, zum Beispiel das Portfolio, zum Beispiel aber auch Content, den sie kuratieren in der Zeit, inwieweit das schon irgendwo dann wieder einzahlen soll. Also ist das etwas, was von vornherein kommuniziert wird, was auch vielleicht in irgendeiner Form durch die Conti gesteuert wird, dass man sagt, hey Mensch, es wäre cool, wenn das in die oder die Richtung mal jemand was machen würde. Ja? Mhm. Oder ist das auch ein komplett selbstgesteuerter Prozess, wo es euch erstmal darum geht, die Methode zu testen und zu gucken, mit was für Ergebnissen die Leute am Ende rumkommen nach 12 Wochen? Ja, ist tatsächlich zweigleisig zu beantworten. Einerseits geht es uns als Projektteam natürlich grundsätzlich darum, bringt das was? Und wenn wir die Frage stellen, bringt das was, führt das unmittelbar da auch dazu zu sagen, hat das im Alltag auch eine bestimmte Wirkung, ja, einen Einfluss auf bestimmte Themen, zum Beispiel in der Akademie oder auch bei den Teilnehmern, die dann das weiterverwenden. Und tatsächlich, dadurch, dass wir gesagt haben, veröffentlicht bitte in unserem ESN, in Connex, ne, veröffentlicht gerne Blogbeiträge, stellt dort auch eure Sachen, die ihr erstellt habt, ein Stück weit auch ein bisschen zur Schau, sind da schon sehr tolle Verknüpfungen entstanden. Der eine Kollege hat einen Podcast erzeugt und hat den quasi jetzt als neuen Podcast aufgesetzt, dem ganz viele schon mittlerweile folgen. Das andere Team hat einen eigenen Blog erstellt, wo sie schon relativ viel Kommentare jetzt bekommen haben. Und das Team, die ARV Rockers zum Beispiel, die haben ja so ein E-Learning-Modul erstellt, was sie jetzt direkt auch in ihre Lernentwicklung, in ihre akademischen Sachen, die sie dort aufbereiten, ihre Lernmodule mit einsetzen, wo sie halt überlegen, wie sie das erweitern können. Also es entstehen Dinge, die auch fortgeführt werden, obwohl wir das nicht primär beabsichtigt haben. Also wir haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt hier was erzeugen, was unbedingt auch später dann Resonanz finden muss. Ja. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, da kommt total. Und ist so ein bisschen die Frage, ob ihr da jetzt einfach die übermotivierte Sahne von der Milch abgeschöpft habt, ja, die das dann von alleine so unheimlich produktiv und offenherzig auch teilen, ja, und wie sich das dann in einem weiteren Verlauf darstellen würde. Ne? Da kommt aber die Frage noch im Pad, wie macht man im Abschluss die Kompetenzfeststellung? Ich habe mal geschrieben, so eine Prüfung oder einen formalen Prozess gibt es nicht, aber es gab die Lightning Talk Session, wo quasi alle Teilnehmer oder die wollten, ihre Ergebnisse gezeigt haben. Und es kam die Nachfrage, wie habt ihr das der Geschäftsführung verkauft? Also wie erklärt oder argumentiert man sowas, dass es Nutzen bringt? Ja, also vielleicht, Anja, du kannst gerne auch einhaken. Ne? Also was die Auswertung oder Ergebnisse angeht, ganz klar, da gab es dann auch dieses Badge, was die Teilnehmer sich in ihr Profil legen können und wo wir jetzt auch drauf warten. Kam ja auch die Frage, was würden die Teilnehmer sagen, wenn sie jetzt hier beantworten würden? Das haben wir genau in Interviews auch abgefragt und da wollen wir euch auch im Herbst spätestens die Ergebnisse präsentieren, ob das wirklich den Teilnehmern was gebracht hat, der Geschäftsführung das zu verkaufen. Ich glaube, das Projekt hat noch nicht ganz diese Leuchtturmwirkung bis ganz nach oben, muss man ganz klar sagen, in die Geschäftsführung rein. Aber man weiß es ja auch von der
vom Personalvorstand, Ariane Reinhardt zum Beispiel, die ganz klar sagt, Passion to Learn, ne? Wir wollen Future Workplace Learning stärken und für uns ist Learning als Initiative enorm wichtig im Unternehmen, dass die Kollegen und Kollegen sich weiterbilden und da zahlt das natürlich intensiv darauf ein und das hat auch unser Management schon erkannt, oder Anja? Ja, genau und vielleicht ergänzend dazu, also wenn wir jetzt so an, weil es war ja ein Projekt und wir haben auch Budget bekommen, wenn wir daran denken, natürlich konnten wir Leute überzeugen. Und zwar war ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir verwenden die Tools auf dieser Lehranreise, also die, also zum Beispiel Teams, OneNote, Stream auch, weil Video auch ein Bestandteil war davon. Und damit stärken wir sozusagen die Tool Adoption bei uns mit den Teilnehmern. Und wenn wir dann die Themen von den Circle Guides anschauen, Content Creation und E-Portfolio Learning, da haben wir gesagt, das sind wirklich Skills, die man im digitalen Zeitalter eigentlich zukünftig oder jetzt schon braucht und die man mit dieser Circle Guideline perfekt lernen kann. Und das waren so zwei Argumente, die wir natürlich da auch gut anbringen konnten und das verkaufen konnten. Genau. Ja, super. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich hoffe, wir haben jetzt keine vergessen. Ansonsten werden wir im Pad natürlich noch beantworten. Simon ist schon ganz fleißig dabei. Vielen Dank. Genau. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Ich glaube, wir sind auch am Ende der Session-Zeit. Aber falls noch Fragen sind, einfach hier ins Pad posten oder über das Slack-Netzwerk. Da werden wir ein Auge drauf haben und posten dann auch die Notizen dort. Absolut. Gerne. Danke für eure tollen Beiträge. Ja. Genau. Vielen Danke Dank euch. Virtueller Applaus. Danke. Applaus. Ja, danke. Ciao. Ciao. Viel danke. Spaß euch noch. Ciao, ciao. Ciao. Was ist denn eure Veröffentlichungstimeline? Karl, für was? Für den Leitfaden, oder? Ja, genau, für den Leitfaden. Ich habe ihn gerade hier in Englisch offen auf der auf dem GitHub. Ja, also du findest ihn auch schon unter folgendem Blogbeitrag. Den packe ich nochmal in den Chat. Da kann man ihn schon als PDF in Deutsch und Englisch sich runterladen, also zumindest den E-Portfolio-Guide. Mega. Mit Simon bin ich natürlich dran. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Rechte, um die GitHub-Seiten zu bearbeiten. Rechte und Skills. die englische Version ist im Prinzip so gut wie fertig. Da war Simon extrem fleißig in den letzten Wochen, hat uns da geholfen. Und die deutsche wird man dann natürlich zeitnah nachziehen. Aber du kannst sie zumindest schon als OneNote oder als PDF dir jederzeit runterladen, Version 1.0. Ja, mega. Was ich versuche in dem Zuge mit einzuziehen, weil ihr habt den Leitfaden ja in OneNote geschrieben und das war tatsächlich ein rechtes Gefrickel, das OneNote in das Markdown zu überführen. Das will ich jetzt in dem Zuge mal ein bisschen systematisieren und mal so eine Liste schreiben, wenn man in OneNote Leitfäden schreibt, wie man das, was man beachten könnte, damit man sich in dem Prozess leichter tut, aber vor allen Dingen auch den umgekehrten Weg. Wie kriege ich alle LernOS-Leitfaden auf Knopfdruck über die Produktionskette auch nach OneNote? Das sieht ganz gut aus, dass wir das hinbekommen, weil dann ist mir dieses Hin- und Her-Transformier-Gehässel los. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch schon gesehen, dass man noch die ein oder andere kleine Grafik, die war noch doppelt drin oder so. Also da wollte ich schon den Editier-Button klicken und ich konnte dann aber nicht, habe keine Rechte. Schick mir dein GitHub-Account, dann kann ich dich da drauf freischalten. Perfekt, das machen wir noch. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Karl. Vielen Dank. Tschüss. Servus. Tschüss.